Leon, it's been 6 hours since our last transmission. I was starting to get worried. Don't you mean lonely? Anyway, I started to feel dizzy, and then I guess I must have lost consciousness. Lost consciousness? Maybe that has some connection to what the village chief was talking about. Can't say. But I'm all right now. I'm gonna continue my mission. Und damit begrüße ich euch live aus der Allianz Arena in einem weiteren Spiel von der Heimmannschaft The Verities gegen Resident Evil 4. Das ist der aktuelle Part, zu dem begrüße ich euch und hier liegt eine Notiz, die wir gleich mal anschauen werden. Ich wünsche euch natürlich wie immer viel Spaß mit dem Part und ich fürchte, wir haben Nacht draußen, das gefällt mir nicht. Da hat hier seine Taschenlampe an. Ach du Scheiße. Dann würde ich mal sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Part und wir hören uns dann. Nein. Was haben wir denn hier? Anonymer Brief. Im Wasserfall ist ein wichtiges Objekt. Kannst du es erlangen? Gelingt es dir vielleicht, Ashley aus der Kirche zu befreien? Aber Vorsicht, der Weg durch die Kirche ist kein Zurück, ist kein Zuckerschlecken. Es gibt dort einen El-Gigante. Sei also auf der Hut. Und was in deinem Körper passiert, ich würde dir helfen, wenn ich könnte. Aber ich bin überfordert. Okay. Ich bin auch überfordert. Weil wir nicht wissen, was in unserem Körper so genau vor sich geht. Hier ist nichts Ungewöhnliches. Und ansonsten haben wir jetzt, glaube ich, gar nichts mehr außer hier dieses Blut. Wie dreckig! So, scheiße, ne? Da draußen brennt auch schon Feuerchen für uns. Guck mal, das ist ein Vögelchen, oder? Ist da nicht ein Vögelchen auf dem Dach? Auf dem Baum. Seht ihr das auch? Ach ne, war bloß hier hinter dem Baum, war so ein... War eine dunkle Stelle des Berges. So, sollen wir uns nicht länger hier aufhalten? Er wird gleich bestimmt wieder, wie ich immer so sagen pflege, die sprichwörtliche Hölle auf uns einbrechen. Oder so ähnlich. Oder wieder so ein Kettensägen-Typi, der uns erstmal dreimal tötet, oder? Kommt uns doch wieder bekannt vor hier, diese Stelle. Okay. Oh. Fuck. Okay. Ich fühle mich ganz wohl hier. Nicht. Sollen wir denn jetzt weiter mit dem Boot fahren, oder? Sieht fast so aus, ne? Hier ist nichts mehr. Oh! Oh, Fischi, erschreck mich doch nicht so. Meint ihr, man muss den töten? Oder man kann den töten und es bringt was? Wasserfall. Aber da ist doch gar kein... Ach doch, da geht's doch lang, oder? War ich jetzt blind? Ah, ich war blind. Guck einer an. Aber... nee, das ist nicht die Karte. Das ist die Karte. Und zwar... Ach, guck mal einer an. Jetzt ist das auf einmal offen. Willst du mich schnatzen? Na gut, dann fahren wir da mit dem Boot natürlich mal hin. Zum neuen Lager des Händlers. Der hat uns bestimmt schon vermisst. So... Auf geht's. Jetzt ist es durch magische Hand auf einmal offen. Ach, wahrscheinlich ist es nur nachts geöffnet oder was. Ich weiß ja nicht. So 6 Stunden sind da vergangen. Wir waren ja leicht unmächtig. Oh, hab mich jetzt erschrocken. Ladevorgang. Was machst du mit mir? Grüße. Hey, jetzt rück mal was. Schieben. Okay. Ah. Ah, Money. Sehr gut.
Oh, da geht's hoch. Na, da gucken wir doch mal hoch, oder? Haben wir noch eine Kiste zum Schieben? Das war ein spannendes Rätsel. Und da ist irgendwas. Da komme ich bestimmt gleich dran. Wenn ich mich nicht dumm anstelle. Ah ne, da unten können wir einfach problemlos runterhauen, hier das Ding. Oder so ähnlich. Hä, warum geht das nicht? Reicht nicht von der Range, oder? Ah, es reicht doch. Sehr gut. Ganz schön mies versteckte Secrets. Oder so. Na, irgendwie nicht, ne? Irgendwie ist das ganz easy. Du erhältst grüner Edelstein. Und nochmal Moneys. So, das war's hier oben. Das ist nett, dass der hier für uns Geld gebunkert hat, dass wir gleich bei ihm einkaufen können, oder? Das heißt, er schenkt uns Geld, um es bei ihm direkt wieder auszugeben. Was wohl sein großer Masterplan ist. Pistolenmunition, die nehmen wir auch sehr gerne. Und nochmal Geld. Und was haben wir hier? Ein Spinell, mein Lieblingsedelstein, weil wir davon so viele finden. So, haben wir hier noch irgendwas? Sieht nicht so aus, oder? Secret-mäßig. Die Lampe geht wahrscheinlich nicht kaputt zu machen, hoffe ich jetzt mal. Gucken wir trotzdem auf die Karte. Aber sieht nicht so danach aus. Ich weiß ja gar nicht, ob diese Schatzkarte, die wir da am Anfang gekauft haben, ob die fürs ganze Spiel zählt oder nur für einen bestimmten Bereich des Spiels. Und wir müssen dann eine neue kaufen. Wie kommen wir denn an diese... Sieht ihr dieses Päckchen da hinten? Das hätte ich gerne. Sieht aus wie eine Stange Marlboro, oder? Ist zwar nicht zwingend meine Marke jetzt, aber wenn ich keine hätte, würde ich wohl auch darauf zurückgreifen. Boah, hier Goldarmreif mit Perlen. Dieser Schmuck ist so gut gearbeitet, dass er einfach wertvoll sein muss. Ah, I'll buy it. Thank you. Thank you. Is that all oh, hammer nice, oder? Guck mal, wie viel Knete wir jetzt schon wieder haben. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir jetzt die Waffen auf Stufe 3 hoch upgraden können. Ansonsten könnt ihr mir nicht erklären, warum wir jetzt so viel Geld bekommen. Höchstwahrscheinlich. Ich habe bestimmt recht. Ihr werdet es sehen. Gleich, nachdem ich mich hier nochmal umgeschaut habe. Sturmgewehr haben wir noch nicht. Das heißt, wir brauchen dieses Zielfernrohr auch noch nicht. Und die Waffen, die will ich mir nicht kaufen. Ich gehe immer noch felsenfest davon aus, wir werden die noch finden im Verlauf des Spiels. What are you buying? Und jetzt können wir auf upgraden. Das habe ich mir schon. Ach scheiße, nur die Pistole. Warum kann man denn den Punisher nicht aufwerten? Das ist irgendwie nicht so geil. Dann nehmen wir halt hier 20.000! Du Schwein! Kapazität. Ja, dadurch, dass wir eh nichts anderes upgraden können im Moment, beziehungsweise das könnten wir schon machen, aber guck mal, das wird wieder genau aufgehen vom Geld. Ja, das ist doch Absicht, oder? Ich weiß nicht, ob ich das... das machen wir nicht. Wir haben ja eine neue Pistole. Wenn das ein Fehler war, dann ja, müsst ihr mir das sagen. Ansonsten... denke ich ja doch, dass die im Moment zumindest noch besser ist, dadurch, dass sie zwei Gegner gleichzeitig treffen kann, wenn sie hintereinander stehen. Und das scheint hier gewesen zu sein, das heißt, wir gehen wieder zurück. So, danke, Kumpel. Oh, schön, wie er hier durch den Berg mit dem Boot fährt. Das muss ein ganz stabiles Boot sein, dass man hier auch durch den Berg glitschen kann. So. Können wir mal hier uns auf See nochmal umgucken, oder? Vielleicht ist da hier noch irgendwie was. Weiß ja nicht, eine Kiste oder. Wir können eigentlich auch mal auf die Karte schauen. So, zoomen wir mal ein Stück raus. Ach, guck mal, da ist schon unser Ziel. Das ist ja nice. Na gut, dann wollen wir gar nicht so viel Zeit vertrödeln. Ich glaube, hier sind wir richtig, oder? Genau. Diese Fische würde ich gerne angeln, um ehrlich zu sein. Aber das scheint wohl nicht zu gehen. Natürlich werden wir jetzt nochmal speichern, also müssen wir, falls wir sterben sollten, diese ganze Händlersache nochmal machen. Gehen wir nochmal kurz hier rein. So. Kapitel 2.1 sind wir jetzt schon. 4 Stunden Spielzeit. Da sind wir aber noch nicht weit gekommen, oder? Also wir sind auch noch ziemlich am Anfang, also so vom Gefühl her würde ich mal sagen.
Dabei kann ich mich natürlich auch täuschen. Wie alt bin ich denn schon? Könnt ihr mir ja auch in den Kommentaren schreiben, aber ich glaube, so weit bin ich noch nicht. Vielleicht ein Siebtel oder sowas oder ein Achtel vom Spiel würde ich schätzen. Ah, so, was erwartet uns jetzt denn hinter dieser sagenumwobenen bösen Tür? Außer böse Felsen, die gleich hier wieder runterkommen könnten. Oder? Ne, diesmal nicht. Gott sei Dank. Guck mal, ist das da hinten ein Gegner? Nö. Oh! Oh! Was ist denn jetzt? LOL! Der mutiert, oder? Alter Vater! Mach keinen Quatsch! Alter, was geht denn ab? Oh fuck, Mann! Oh fuck, Mann! Ach, den können wir gar nicht hier messern. Der schlägt immer so um sich, der blöde Penner. Na klar, Mann! Oh. Nein, ich bin tot! Och komm, ey, wie viel Damage machen die denn? Meine Fresse, ey, wie viel Damage machen die denn? Zwei Schläge war ich tot. Oh. Das läuft ja wieder wie Butter hier. Gott sei Dank haben wir gespeichert, ne? Ich hab's vorausgesehen quasi. Ah, das ist aber ein netter Zurücksetzpunkt. So, das brauchen wir nicht nochmal sehen. Aber müssen wir, glaube ich. Ach, kann ich wegdrücken. So, kommt mal her da. Na, Kopftreffer sind wir jetzt besonders gut. Na, Tatsache. Ah, cool. Dadurch hat sich der andere nicht mutiert. Wow, was ist das denn? 5000? Hast du das gesehen? Was haben wir denn da jetzt bekommen? Ah, nee, nicht hier, da. Nee, geh mal weg. So. Schätze. War das irgendwie Gold oder was? Ja, muss Gold gewesen sein, oder? Das sah aus wie Goldbarren. Ich habe es leider zu schnell weggedrückt, weil ich angenommen habe, das ist einfach Geld. Aber im zweiten Mal deutlich einfacher. Da habe ich mich ein bisschen dumm angestellt. Ich habe nicht gedacht, dass die so viel einstecken. Um ehrlich zu sein. Okay. Haben wir hier noch irgendwas? Was ich vielleicht übersehen haben könnte? Das mag mir nicht gefallen. Irgendwas stimmt hier nicht. Also. Natürlich stimmt hier was nicht, aber irgendwas stimmt speziell an dieser Stelle hier nicht. Das wittert irgendwie, das riecht nach starken Falle. Wie ich immer gerne sage. Beim Wasserfall ist ein geheimes Objekt zu finden, ja wahrscheinlich der Schlüssel, nehme ich mal an, ne? Und jetzt? Was wir denn jetzt machen hier? Nee, oder? Runterklettern? Oh nö! Ist da unten jemand? Hallo? Guck mal, da ist was. Da baumelt was, oder? Oh ja. Ich hab dich gesehen, Penner. Oh, ist ganz schön laut, der Wasserfall. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Auf jeden Fall, den da unten habe ich gesehen. Ich bin doch nicht blöd, Mann. Und da drüben steht da auch noch einer? Nee. Also erstmal nicht zumindest. Ach guck mal, der hat gar nichts ausgehalten, der Penner. Das ist äußerst angenehm.
Oh, da unten ist was. Schaut mal, da leuchtet was. Also gut, dann gehen wir mal runter. Wer auch immer dieses Seil hier hingehängt hat. Hä, da hat doch gerade was geleuchtet. Ich wollte es gerade sagen. So. Ein Spinell. Vielleicht hier noch so ein Vogelnest oder sowas? Nee, keine typische Elster diesmal unterwegs. Gegnermäßig sieht das im Moment ganz friedvoll aus, aber darauf verlasse ich mich nicht. Ihr habt es ja mitbekommen im letzten Part, also einmal von hinten die Hölle losbrach und die Gegner von hinten ankamen. Go Hitler! Go Hitler! Oder so. So. Munition und Money. Könnt ihr mir ja mal in den Kommentaren schreiben, falls ihr es wisst, ob diese Standardpistole später doch wieder besser wird als diese hier, diese Punisher-Pistole. Das kommt mir alles hier nicht geheuer vor, um ehrlich zu sein. Also, da kann ich bestimmt was drücken und dann. Nee, kann ich nichts drücken. Nee. Okay. Ach du Scheiße. Ah, das ist hier irgendwas. Wie geht's denn jetzt hier weiter? Momentchen mal. Gehen wir nochmal hier hoch. Vielleicht habe ich das übersehen. Ich würde ja gerne auf das Dach da drüben steigen. Und durchs Wasser kann man hier nicht gehen, oder? Doch. Ich weiß ja nicht, wie tief das ist. Hm, suchen wir es mal. Oh, schreck mich doch nicht so. Scheiß Feuer. Aber ich hoffe jetzt, man kann hier. Oh, kann man nicht durchgehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was mache ich denn jetzt? So, nochmal genau umgucken. So, da hier. Hier geht's definitiv nicht weiter, ne? Wir kommen auch nicht mehr zurück, oder? Guck mal, das Seil ist weg. Nee, oder? Nee, wir kommen wieder hoch. Okay, okay, okay. Irgendwas mit dem Ding machen, hätte ich halt gesagt, ne? Aber. Seht ihr das? Das hier, was ist das? Kann man auch nicht abschießen. Der Laserpointer springt nicht an. Was wollen wir denn jetzt hier machen? Bin ich so dumm raus? Ach, vielleicht hier. Nee, oder? Lol. Ah! So simpel. Lol. Ich hab doch halt auf die Kiste geschossen. Nicht auf die Kette. Naja, soll mir egal sein. Ich habe mir das gerade komplizierter vorgestellt, als es dann letztendlich war. Guck mal da. Was ist denn das da oben? Da glitzert was, das habe ich schon gesehen. Ist die Frage. Hoffentlich schafft er den Sprung. Da so hoch oder müssen wir da drauf schießen? Da müssen wir auf jeden Fall drauf schießen hier. So. Du hältst Bernsteinring. Ist natürlich jetzt scheiße. Wir müssen erstmal nochmal hier hochgehen. Ich glaube, wir müssen gleich irgendwie hinter den Wasserfall. Hat ja so ähnlich, zumindest hat es doch geheißen, oder? So, ein Crowd, das nehmen wir auch mit. So. Könnte das passen? Ah, ich glaube, das ist egal, wann man die runterschießt, oder? Ah, das sieht vom Abstand alles ziemlich gleich aus.
und irgendwo hier oben habe ich noch was glitzern sehen. Wie kommt man denn da hin? Wahrscheinlich ist da drüben eine Leiter oder sowas. Gehen wir erstmal in den Wasserfall rein. Geht das überhaupt? Die Strömung ist zu stark. Auf der anderen Seite scheint ein Weg zu sein. Genau das habe ich mir schon fast gedacht, Leon. Na gut, dann mal weiter. Und hops. Dieser eine Gegner, was hat denn dieser eine schwächliche Gegner hier gemacht? Das kapiere ich nicht. Das war irgendwie so. Och, wie machen wir mal noch einen Gegner hin? Und ja, so zur Deko oder so. Das ist also irgendwie ganz komisch. Nicht mal Musik ist da losgegangen, das ist wie, als hätten sie da eine Statue hingestellt. So zur Begrüßung. Bin auch noch da. Ach, guck mal eine an, da haben wir einen Hebel, den drücken wir mal, natürlich. Oh nein, da kommt doch jetzt Hölle, oder? Aber das staut sich doch dann da drüben, oder? Das war doch zu hoch. Ah, das ist cool, das gefällt mir. Das erinnert mich ein bisschen an, warum mich das alles an Zelda erinnert. An Ocarina of Time, wo man diese Melodie spielen muss, um zu Zoras Wasserfall zu kommen. Da geht dann auch so diese Melodie, geht in die Melodie? Nee, das ist die Salias Melodie. Naja, ich weiß es nicht mehr. Ich komme gerade nicht drauf. Oh, fuck! Spring! Könnt ihr auch springen, Mann? Tatsache! Aber leider klettern können sie nicht, oder doch? Ja, wenn wir rausfinden müssen. Alter, wie die abgehen. Ach cool, wir haben das gesehen. Wir haben die Fackel aus der Hand geschossen. Hopp, komm hoch zu mir, du Penner. Was das? Was erlebt er noch? Ach scheiße, wo bin ich jetzt daneben geschossen? So, komm hoch. Dicker. So, das war's. Hm. Schwache Leistung, Kumpels. Ah, gehen wir mal schnell runter, ehe das Zeug verschwindet. So, ja, das war ja eine entspannte Geschichte. Überraschend entspannt, um genau zu sein. So, da hat er noch oben was geglitzert, oder? Bin doch nicht blind. Hä? Hat da nichts geglitzert? Da hat doch was geglitzert auf dem Herweg beim ersten Mal. Oder war das bloß das Wasser? Was ist das da? Ne, das ist nichts. Na gut, dann habe ich mir das wohl eingebildet. Hinter dem Wasserfall, was... Oh, jetzt bin ich wieder so komisch erschrocken. Weil, wenn sich die Geräusche, die Umgebungsgeräusche so ändern. Hallo? Aha, okay. Oh, Rätseltime, oder? Hm, gucken wir uns erstmal um hier. Wir sind ja nicht fallemäßig oder so. Nö, das sieht alles ganz entspannt hier aus. Das ganze Zeug hier würde ich mitnehmen. Ist doch Gold, oder? Zumindest dieser eine Pokal oder Urne oder Kelch oder wie man das gerne schimpfen möchte. So, gucken wir uns das mal an. Runde Insignie nehmen. Ach so, das ist der Schlüssel zur Kirche. Du erhältst Runde Insignie. Oh nein. Oh, ist das eine Abkürzung oder? Na ja, mal schauen.
I've obtained an object that resembles a cult group's insignia. Wonderful, Leon. Head back to the church. Ashley's safety is our immediate priority. Diese nutzlosen Gespräche immer zwischendurch, oder? Das erinnert mich so ein bisschen an Metal Gear Solid. So, ja, so 5 Minuten vor sich hergeredet. Und irgendwie trotzdem belanglos. Ja, war's das? Das war's jetzt hier? Das war ja echt entspannt. Ja, dann gehen wir hier nochmal speichern. Also hier gehen wir dann speichern. Wir gehen jetzt erst zum Händler. Und dann werden wir hier speichern. So werden wir es machen. Achso, hier ist ja... Wo geht denn das jetzt dahin? Scheiße. Das geht doch ganz woanders lang, oder? Oh nein. Wo geht das dahin? Okay. Ah. Hallo? Ach, hört auf damit, ihr Fledermäuse. Die machen mir nichts, oder? Machen wir mal hier wildes Messerfuchteln. Na, die machen mir aber auch nichts, oder? So. Ach, komm schon, flieg rein in mein Messer. Nerviger, ja. So, 1600 Peseten haben wir nochmal bekommen. Ach, guck mal einer an. Hätten wir fast übersehen. So, noch ein Spinell. Gott sei Dank glitzern diese ganzen geheimen Secrets. Also gar nicht mehr so geheim sind dann im Endeffekt. So, naja, dann gehen wir hier. Warum auch immer hier noch ein Boot steht. Wo kommen wir denn da jetzt raus? Wieder am See? Da war doch gar kein Ausgang mehr zu sehen, zumindest nicht laut Map. Ach nee, guck mal einer an. Wir sind wieder bei unserem Kumpel, dem Händler. Oh, nicht schlecht, ne? Genau richtig. Ihr wisst, warum wir jetzt genau richtig wieder hier sind. Weil wenn er auf die Uhr schaut, dann werdet ihr sehen, dass der Part schon wieder fast zu Ende ist. Thank you. Is that all? Thank you. Die Pistole, kann man die verkaufen? Kann man tatsächlich? Nee, das macht man noch nicht. Ich würde dazu gern wissen, ob die später doch wieder besser ist als die andere. Die kann man 6-mal aufrüsten. 1,2 ist dann die Feuerkraft, oder was? Sehe ich das so richtig? Dann, wenn ich das vergleiche mit der... wo ist sie denn? Mit dem Punisher. Die kann man auch 6-mal aufrüsten und macht dann insgesamt weniger Schaden, ne? Das heißt, die ist schon eigentlich stärker. Dafür geht die andere halt doppelt durch zwei Gegner durch. Vom anderen Zeug hier, von der Kapazität, von der Feuergeschwindigkeit und von der Ladegeschwindigkeit sind die identisch. What are you buying? Nix, ich wollte mich bloß mal umschauen. What are you buying? Die Pistole könnten wir auch nochmal upgraden. Nee, das werden wir uns mal sparen, eventuell für den nächsten Part, das weiß ich jetzt noch nicht. Und dann bedanke ich mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Part wieder mit dabei. Und ja, schreibt mir doch eure Kommentare, wie immer, schön unter das Video. Würde ich mich sehr freuen drum. Wenn ich ein bisschen verzögert antworte, dann hat das damit zu tun, dass mir im Moment so ein bisschen die Zeit fehlt. Ich habe da ein paar private Sachen zu erledigen. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass das hier das Geschäftliche ist, wisst ihr, wie ich meine? Und ich habe auch schon was noch in der Vorbereitung, was als Ersatz kommen wird für Cryo 4 jeden Samstag. Was das sein wird, da lasst euch mal überraschen. Das wird richtig, richtig gut. Verlasst euch drauf, da werdet ihr euch richtig freuen.
Und zwar hat das damit zu tun, dass Samstag will ich ja in Zukunft so ein bisschen als Multiplayer oder Koop oder Together oder wie man es nennen möchte, Abend so ein bisschen etablieren auf meinem Kanal. Und dementsprechend habe ich natürlich wieder mal ein Spiel gefunden, was man im Koop spielen kann. Und das werden wir auch im Koop spielen, mit euch zusammen. Und mit wem ich das spielen werde, das werdet ihr auch noch sehen. Und ja, seid einfach gespannt drauf. Ich freue mich sehr darauf, dass er zugesagt hat, das mit mir zu machen. Weil ich ja eigentlich dachte, das ist nicht so sein Spiel. Das ist ja... Na gut, ich will nicht zu viel verraten. Ich habe schon zu viel verraten. Und dann hoffe ich, ihr freut euch drauf. Nächsten Samstag wird es vermutlich dann schon damit losgehen. Aber ja, hier sind wir jetzt in Resident Evil 4. Und davon verabschiede ich mich jetzt erstmal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Bye bye und... Tschüss.